So, guten Tag, Leute. Juhu! Ich will eine Anfänger-Kombo erklären. Die von Wiener 1207. Ich hoffe mal nicht, dass das sein Baujahr ist. Sonst wäre er alt. Wollte ich erklären. Die besteht aus, jetzt fangen wir auch gleich mal an: Twisted Sonic Palm Down von 23 zu 12. Ein TA. TA Reverse. In 12 rein. Backaround, ich mache einen Kurian, man kann natürlich auch einen Wisehunter machen, ne? In 12 rein. Einen halben Fingerpass nach unten. Ein Pass von 34-23. Sonic. Ein Viper Sonic. Ja, Viper Sonic. Ne? Oder? Ja. Ja. Viper Sonic, man kann dazu auch natürlich ein Pass 12-23 sagen, aber es ist halt eine Drehung vielleicht leicht dabei, deswegen, ne? Jedenfalls dann ist man hier runden. Ich habe hinzugefügt, dass ich jetzt den eher Palm Down drehe. Das ist jetzt eher Geschmackssache. Ne? Also ich drehe den Palm Down. Und dann mache ich Twisted Sonic 2312 mit Double TA. Okay? So, das war die ganze Kombo. Und ja. Es sind jetzt natürlich ein paar Tricks dabei, die bei mir jetzt halt nicht als Basic so gelten, wie zum Beispiel Twisted Sonic oder Warp Sonic, ja. Oder Double TA ist für mich auch jetzt nicht direkt ein Basic, aber das sind Tricks, die man schnell noch erlernen kann. Also das ist eigentlich wunderbar noch, ne? Also super Anfänger-Kombo, würde ich mal sagen, ja. Gut, die Problematiken, also Vinal, du hast ja was geschrieben von wegen, irgendwo nach dem Twisted Sonic, da fängst du den irgendwie am falschen Hund. Immer diese Hunde hier im Haus. So. Ist natürlich nur einer, aber der bellt wie fünf, ne? Du hast geschrieben, du fängst den dann irgendwie ein bisschen am einen Ende oder so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welches Ende oder wie. Deswegen werde ich einfach mal was dazu erklären und vielleicht hilft dir das. Vielleicht. Und wenn nicht, dann schreib's mir, okay? Gut. Fangen wir an. Palm Down, fangen wir an. Jetzt bist du Sonic, ne? Darauf achten, dass der Center of Gravity nicht hier oben ist, sondern hier unten ist und möglichst auch nicht so, sondern man sollte schon nah dran sein, okay? Dann fängt man an, hier Twisted Sonic. Übrigens, die Tricks sollte man natürlich können, ne? Sonst geht das nicht. So, Twisted Sonic Palm Down, und wenn der Stift dann in 12 ist, also wenn man den spürt drin, kann ich die Hand schon senkrecht drehen, ja? Und dann gehe ich einfach mit dem Daumen dagegen, zack, okay? Wer da schon ein bisschen paar Probleme hat, diese Mini-Combo Twisted Sonic mit TA, ne? So. Die ist eigentlich, die macht man ziemlich oft am Anfang. Und das Ganze ist eigentlich voll simpel. Man macht hier einfach diesen Twisted Sonic und wenn man den in 12 hat und senkrecht dreht, führt man die zwei Finger wie so Hasenohren zusammen und geht mit dem Daumen dagegen. Das ist wie so, oh, ich hab euch lieb. Ja, so die zwei Finger umarmen den Daumen, so, oh, okay? Also, flop, dagegen gehen, umarmen. Und ihr seht's, oh, der ist drauf, okay? Natürlich schlecht dann für ein TA Reverse, klar, aber dazu kommen wir nicht, noch jetzt, ne? Das war jetzt nur eine kleine Hilfestellung, falls da noch jemand diese da Probleme hätte, ne? Gut, also Twisted Sonic, TA, und jetzt hat, wenn man dann den TA gemacht hat und er ist auf der Reise auf dem Daumen, kann ich in die Skorpionstellung übergehen, ja, das klingt jetzt sehr fachmännisch vielleicht, aber das ist einfach nur auf, Haken machen und zack, zustechen, ja? Das ist die Skorpionhaltung bei mir. Also, wenn der Stift auf dem Daumen drauf ist, Zeigefinger wie so dieser Skorpionstachel machen und fertig. Und schon kann der Stift reinkommen und stoßt, hier übrigens liegt er auf dem Mittelfinger, das ist wie der TA Reverse, wie man den gelernt hat, genau diese Stellung hat man halt eben, dann liegt er auf dem Mittelfinger und zack. Okay, falls du jetzt das gemeint hast mit, du fängst ihn vielleicht so, kann ich dir Abhilfe schaffen, denn wenn man hier ein TA Harmonic macht, dann sieht man den Daumen, wie er sich bewegt. Oh, der bewegt sich voll süß, ne? Oh, ist der süß. So, aber das hat seinen Sinn, warum er hier immer rumwackelt. Nicht, weil er irgendwas getrunken hat, sondern das hat seinen Sinn. Ja? Und wie man bemerkt, ist es beim TA, geht der Daumen zu mir her, also weg von der Hand. Achtung. Hoppala. Das war der TA Reverse. TA. Machen wir ein bisschen schneller wieder, sonst achtet mal drauf, ich sag dann immer an, TA, TA, TA,
Ja, ihr seht immer, geht er nach unten. Und das müssen wir jetzt auch nach dem Twisted Sonic machen, wenn wir den TA dann machen. Also Twisted Sonic. Und jetzt hat, geht er hier ran. Ich mache die Skorpionhaltung und dadurch geht der Daumen auch hier weg. Flop. Zack. Und dann liegt er nämlich richtig für ein TA Reverse. Okay? So viel dazu, ne? Also gehen wir mal, machen wir weiter. TA Reverse. Da muss man natürlich auch den Daumen bewegen und hier die Lücke 12 aufmachen. Ja? Da gibt es nicht viel zu machen, einfach diesen Part üben und einfach die zwei Finger so wie so Scherenhände dann wegstrecken so. Seht ihr das? Flupp. Also pushen, wegstrecken. Ja? Habt ihr den da drin? Ein Background machen, Korean ist leicht und man kann natürlich auch Wazion machen, wie man halt will, ne? Jedenfalls, wenn man den fängt, sollte man den Stift vielleicht nicht so fangen dann nach dem Background, sondern schon mehr beim Center of Gravity. Und wie macht man jetzt das so? Ja? Ganz einfach. Wenn man eine Tasse Tee hat und einfach ein bisschen wartet und dann im richtigen Moment so BÄM, ich schlag zu, also ich schnapp zu, je nachdem, dann hat man den an einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, flop. Ich muss den erst um den Zeigefinger gehen lassen, weil wenn ich da hier meine Hand bewege, schieße ich ihn ja weg. Ne? Also er muss erst rüber. Jetzt ist er kurz in der Lücke 12, jetzt mache ich die Klappe aber nicht zu, sondern lasse noch offen und kann die Hand auch so noch bewegen. Seht ihr das? Ich habe es jetzt hergezogen zu mir und dann mache ich im richtigen Augenblick zu. Falls ihr bei sowas Probleme habt, einfach mal üben, so fange ich ihn normal. Jetzt lasse ich offen und ziehe die Hand halt im richtigen Augenblick zu mir her und dann kann ich ihn hier fangen. Ja? Das wird natürlich, das Herziehen, das wird immer weniger im Laufe der Zeit, weil das klappt dann auch durch die Rotation. Ja? Gut, aber das gehört ja woanders hin, nicht zu der Combo. Gut, wir fangen ihn also möglichst nah beim Center of Gravity, nicht hier am Ende. So, ich fange ihn glaube ich ungefähr so. Dann kommt der halbe Fingerpass, ich glaube zu dem muss ich nichts sagen. Dann liegt er hier unten nur so da, ja. Dann kommt noch dieser Pass und schon liegt er wieder super da für den Sonic, ja. Weil der ist, Center of Gravity ist draußen, das ist einfach schöner und besser. Und dann macht man den Sonic. Und jetzt, wie gesagt, der hat vom Sonic jetzt diese Drehung hier drin. Und wenn ich jetzt einen Pass mache, dann ist es aber ab Sonic, aber jo, man kann auch Pass, wie gesagt, dazu sagen, ne? Also nochmal, Sonic geht der hier rauf. Und jetzt hat gehe ich nach unten. Und jetzt passt auf, jetzt mache ich das, was ich hier neu eingefügt habe. Also das hat der Wiener halt jetzt nicht gehabt. Ich drehe jetzt halt meine Hand. Lass den einmal so auspendeln und mache einen Twisted Sonic mit TA, das haben wir ja vorhin geklärt, Twisted Sonic TA, ne? Und ein Fingerless TA ranhängen. Okay? Gut. Am Schluss natürlich gehen wir nochmal hier ein, weil da ist ein paar, könnte es ein paar Probleme vielleicht geben. Also, ich fange beim Sonic nochmal an dann. Sonic. Runtergeben und die Hand drehen. Okay, nochmal. Sonic. Runtergeben und die Hand drehen. Mit runtergeben geht via Pass, also einfach, seht ihr die zwei Finger? Oh, jetzt müsste ich zumachen. Und dabei drehe ich die Hand. Okay? Und wenn er dann so drin ist und ich habe die Hand gedreht, dann kann ich nämlich hier loslassen und der geht automatisch so darüber. Super für die Charge-Drehung, die man für einen Twisted Sonic braucht. Ja? Also flupp. Und da muss man einfach nur so die Hand vielleicht so, wie so, keine Ahnung, geh weg, so, machen. Ja? Dann hat man den Schwung für einen Twisted Sonic. Und dann geht man, hat man normal den Stift auch noch richtig da, macht einfach nur ein TA und dann achtet man drauf, dass der richtig da liegt und flupp. Genau, das war's. Der Vinal hat da bloß geschrieben, statt am Schluss diesen Twisted Sonic, hat er halt nicht Palm Down gemacht, sondern senkrecht, aber wenn man das so macht, dann ist halt bei dem TA dieses Stocken drin. Also dieser Palm Down Twisted Sonic mit TA sieht halt schöner aus, als wenn ich jetzt das hier mache. Ja? Vom Aussehen her, aber das ist auch wieder Geschmackssache, ja. Gut, ansonsten entlasse ich euch. Der Gong war schon, oder? Ding dong. So. Und Zeitlupe und wenn Fragen sind, schreiben, ja. Danke übrigens wieder für die Combo. See ya.